immer wieder werde ich gefragt, okay, Ketone im Sport, wo sind da die Vorteile? Ja, und da würde ich einfach direkt mal starten. Ich sage, im Hobbysport mit Ketonen machst du einfach den Sport, hast ein bisschen mehr Power und hast mehr Spaß beim Sport. Also so ganz simpel gesagt, du machst es häufiger und du machst es mit mehr Energie und du hast mehr Freude. Ja, hast du da noch was zu ergänzen? Weil sonst haben wir das einfach abgearbeitet, diesen Punkt, und gehen mehr in den, ich sag mal, so im Amateurbereich, Profibereich. Ja, also im Hobby, also in jedem Sport hast du halt grundsätzlich, klar, du hast ein bisschen mehr Power, je nachdem, was jetzt die spezifischen Anforderungen sind. Das wäre wahrscheinlich eher was für den Profibereich. Was du halt auf jeden Fall hast, du hast, und das ist gerade im Hobbybereich bei jemandem, der noch einen Fulltime-Job zu hat zum Beispiel, wichtig, du hast halt eine bessere Regeneration, wenn du zum Beispiel besser schläfst. Und auch da haben ja die Ketone eins ihrer Einsatzgebiete. Du kannst natürlich auch besser performen, weil eben das Gehirn viel runder und kontinuierlicher mit Energie versorgt ist und du entsprechend, zum Beispiel, wenn du einen Spielsport hast, mehr Spielintelligenz mitbringst, dich länger konzentrieren kannst oder auch bei anderen Dingen viel länger ja im Fokus bleiben kannst. Und ja, ich würde sagen, wenn es jetzt wirklich um Alltagstauglichkeit geht, bei einem 9-to-5 ja, Menschen, dann wäre jetzt wirklich die Regeneration auch da ein großer Win. Ansonsten, wenn von deiner Seite nichts mehr ist, können wir gerne ein bisschen spezifischer reingehen im Profibereich. Ja, also ich habe bei Menschen, die mit den Ketonen starten, oft, die wollen ja eigentlich abnehmen, wissen, Sport ist gut. Aber was ich halt immer wieder merke, ist, dass sie halt sagen, hey, ich trinke die Ketone und auf einmal, ich gehe jetzt spazieren. Mal ganz einfach gesagt, ich gehe jetzt spazieren. Ja, ich habe die Energie mit dem Hund, der Hund jammert nicht mehr, dass wir nur kurz raus und Pipi gehen, sondern hey, wir machen eine große Runde. So ganz simple Sachen. Oder auch jetzt bei meiner Freundin, ja, das glaubt mir keiner. Die hat in 9 Monaten 12 Kilo zugenommen. Klar, ich habe bei ihr noch ein bisschen an der Ernährung geschraubt, ja. Und ich habe ihr gesagt, hey, hüpf nicht immer so rum wie so auf Koks beim Krafttraining und mach keine Pausen, sondern trainier vernünftig. Aber was bei ihr einfach echt heftig war, sie hat, also ich selber merke bei den Ketonen jetzt beim Kraftsport nicht so viel. Du sagst ja. Sie hat das super gemerkt und vor allem, sie ist ja einen Tag vorm Corona-Lockdown bei mir eingezogen und dann die Ketone getrunken. Aber so die ersten, also oder bevor sie damit gestartet hat, das waren nur wenige Nächte, ist sie deutlich vor mir ins Bett und deutlich nach mir aufgestanden. Und als sie dann angefangen hat mit den Ketonen, ist sie dann abends noch, wir hatten immer so eine Serie, wo wir zusammen geguckt haben und dann hatte ich noch Zeit für meine. Ja. Also ich habe dann mir 2 Folgen angeguckt. Ja, und irgendwann mussten wir dann immer das schauen, was sie schauen wollte. Ja. Also so einfach kann man das einfach sehen. Und das Verrückte war, auch morgens hatte ich immer noch eine Stunde, wo ich alleine schon ein bisschen gearbeitet habe und irgendwann stand sie dann auch schon da. Hey, was machen wir? Gemeinsam Frühstück, nicht frühstücken, Kaffee, ja. Und also das ist das, was du gesagt hast, Thema Regeneration. Bei ihr hat das krass reingehauen. Bei ihr hat Ja. das einfach krass reingehauen, ja. Vielleicht, bevor wir zum Thema, mich würde interessieren, spezieller eingehen auf Ketone und Ausdauersport, Ketone und Kraftsport, Ketone und Spielsport. Ja. Ja. Was ist deine Erfahrung? Also, was hast du gespürt, als du mit Ketonen gestartet bist? Ja, also das war ja bei mir, da war ich auch schon einige Stunden am Fasten. Also ich glaube am Ende meines geplanten, ungefähr geplanten Fastenintervalls, ich zeige das ja nicht auf die Minute. Und dann kam der Postbote mit den Ketonen. Und ich dachte, naja, komm, nimmst du jetzt noch? Und dann, ich bin ja neugierig. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der das noch wochenlang rumliegen lassen kann, sondern hab mir dann halt direkt so ein Päckchen, ja, ich glaube, das war Hartart oder sowas, genommen, einen Geburtstagskuchengeschmack und bin ins Training. Und es war eine krasse Einheit. Und vor allen Dingen kam danach ziemlich lange kein Hunger. Was jetzt aber spannend war, die Einheit war, das war eine Deload-Einheit, ja, das war vielleicht nicht ganz repräsentativ. Was ich aber so sagen kann, ich trainiere super gerne nüchtern im Vormittagsbereich, also ohne was vorher gegessen zu haben. Und da merke ich, wenn ich im Low-Rep-Bereich trainiere, irgendwo zwischen 1 und 6 Wiederholungen, dass ich deutlich mehr Kraft habe, vor allen Dingen hinten raus. Also wo ich normalerweise schon müde werde, die Konzentration nachlässt, bin ich, weiß ich eigentlich, wenn ich Ketone genommen habe, läuft die Session. Und wenn es jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel ins Laufen geht, ich laufe auch ganz gerne mal, da komme ich auch mit Ketonen deutlich besser klar als mit Kohlenhydraten oder auf nüchternen Magen, nur mit Koffein zum Beispiel. Also das ist ein, ja, ich würde schon fast sagen, 30, 40% Leistungsunterschied und auch, wie gut ich die Einheit wegstecke. Und das sind ja immer die zwei Punkte. Wie performst du und wie geht es dir danach? Und
dass gerade die Einheit wegstecken, also ich arbeite viel, auch viel am PC, muss mich viel konzentrieren, ist für mich super wertvoll. Und das war bei mir zum Beispiel auch einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich sie dann selbst für mich integriert habe. Ja, super spannend jetzt. Beim Laufen war ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Also du hast früher Kohlenhydrate auch mal vom Laufen genommen und Oder nur jetzt nimmst Koffein. oder nur Koffein, aber jetzt nimmst du die Ketone mit Koffein, kannst einen nüchtern Lauf machen und hast das Gefühl, 30% mehr Leistung und schnellere Regeneration. Okay, gut. Okay, jetzt hast du ja schon über Kraft gesprochen, jetzt ja über Ausdauer angerissen. Also was sind deiner Meinung nach die Vorteile von Ketonen im Kraftsport? Im Einfach so, zack, 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 ja. Kraftsport größter Vorteil, Regeneration. Und ansonsten vielleicht nochmal bessere Konzentration. Also Regeneration, Konzentration. Die zusätzliche Energiequelle sehe ich dann nicht als so wichtig an wie bei anderen Sportarten. Okay. Und Regeneration vor allem durch verbesserte Tiefschlafphase oder schon direkt nach der Einheit? Was ist da so der entscheidende Ja, also Punkt? ich würde sagen durch verbesserte Tiefschlafphasen, ja. Okay. Weil manche trinken auch die Ketone ohne Koffein dann direkt nach dem Training und sagen, wow, das ist super, ich kriege keinen Muskelkater danach. Also Muskelkater per se ist ja nicht schlecht, aber wenn du natürlich einen Reiz gesetzt hast, Muskelkater ist im Prinzip ja auch Entzündungen, Risse. Das heißt, also der Reiz ist gesetzt, Entzündungen sind da. Und sie klingen dann schneller wieder ab. Heißt ja, du hast eigentlich die Vorteile der Entzündungen, aber auch die Vorteile der schnelleren Regeneration, oder wie würdest du es sehen? Schwierig. Könnte auch sein, dass eben, wenn die Entzündungsreaktion behindert wird, was ich jetzt nicht weiß im Fall von Ketonen, dass das dann halt irgendwie dafür sorgen könnte, dass zum Beispiel der Muskelaufbau nicht so gut ist. Da weißt du vielleicht mehr als ich. Du wissen es Also jetzt aber im Eisbaden zum ich Beispiel. weiß, dass Entzündungen ja an sich auch gut sein können, eben genau für diesen Muskelwachstumsreiz. Die Frage ist, Genau. brauchen wir ihn dann für sportliche Leistung? Also um am nächsten Tag wieder aufs Rennrad zu steigen oder wieder Gewichte zu Ah. heben. Jetzt, da muss man jetzt so ein bisschen abwägen, ja, Ja, okay, das ist eine was ist super was? spannende Frage. Also wenn du jetzt wirklich, das wäre dann wirklich das gleiche Thema wie mit der Eistonne. Also wir wissen jetzt zum Beispiel bei der Eistonne, die verbessert oder die sorgt dafür, dass die Entzündungen in den Muskeln abklingen. Das heißt, du hast keinen Muskelkater, kannst am nächsten Tag wieder auf den Platz oder wieder auf deinen Rad oder was auch immer du machst. Dafür antizipierst du aber auch den Muskelaufbau. Das heißt, der wird dann weniger stattfinden oder nicht mehr stattfinden. Das liegt aber unter anderem bei der Eistonne auch an der Kälte, ne? Weil die Kälte halt die Satellitenzellen deaktiviert. Könnte sein, dass wir den gleichen Effekt wie bei der Eistonne haben, ohne dass die Satellitenzellen deaktiviert werden. Das ist jetzt aber echt rein spekulativ. Also das wäre wahrscheinlich was irgendwie in den nächsten 10 Jahren mal erforscht wird, ne? Okay, also für Menschen, die maximal breit werden wollen, Ketone mit Koffein davor und Ketone ohne Koffein abends vorm Schlafen gehen. Ja. Wäre jetzt so deine Empfehlung wahrscheinlich, Ja, oder? also für Menschen, die maximal breit werden wollen, ist ja ein anderes Training. Das Ding, so die trainieren ja meistens eher im High-Rep-Bereich. Da würde ich halt sagen, man kann Ketone mit Carbs kombinieren, aber da würde ich sagen, hey, wenn du jetzt High-Rep trainierst, also wirklich Bodybuilding-Style, irgendwas zwischen 8 und 30 Wiederholungen, dann und viele Sätze, dann wirst du um Carbs nicht drum rumkommen. Wenn du in niedrigeren Wiederholungsbereichen trainierst, dann wäre das mit den Ketonen auf jeden Fall super spannend. Spannend, weil ich habe vor 2 Wochen einen Bodybuilding-Champ nicht trainiert, interviewt und der schwört auf die ketogene Ernährung. Muss man aber sagen, ja gut, ist ja die Frage, wie hat er aufgebaut? Er hat auch, ich glaube, großen Teil seiner Masse auch zu einer Zeit auch aufgebaut, wo er noch nicht ketogen unterwegs war. Und die ketogene Ernährung hat ihm dann aber auf so vielen Ebenen extrem geholfen. Ja, Krass. also das heißt eben Blähungen, Verdauung, eben Definition und eine Heißhunger. Ich denke, da wird noch viel kommen und vielleicht ist das auch manchmal dann individuell unterschiedlich. Spannend, dass du gesagt hast, okay, in den kleineren Wiederholungsbereichen merkst du es beim Kraftsport, in den höheren Bodybuilding-Bereichen, ja, viele Sätze, viele Wiederholungen eher nicht. Also Schaden tun sie nie, aber halt würdest du sagen, hey, sind die Kohlenhydrate eher wichtig. Aber dann in den ganz, 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 ganz hohen Wiederholungsbereichen, wo es gar kein Kraftsport ist, aber Ausdauersport, da wird es dann wieder richtig, richtig spannend, kann man so sagen, oder? Ja, genau. Also gerade wenn wir uns jetzt irgendwie ein Spiel, ne, da wären wir jetzt ja schon schnell beim Thema Spielsport zum Beispiel oder Ausdauersport, genau. Auch da ein bisschen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen 400-Meter-Sprint angucken, dann eher weniger.
Ne, da braucht das ist, aber wenn wir uns zum Beispiel einen längeren Lauf anschauen oder eine längere Radtour, dann wird es richtig spannend, weil ja die Ketonkörper ja bevorzugt verbraucht werden von den Mitochondrien, wenn solange die Belastung nicht super hoch ist. Und das heißt, es werden die Glykogenspeicher geschont, also die Kohlenhydratspeicher und auch das, ja, die Kohlenhydrate, die schon in der Muskulatur sind, im Blut sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Läufer oder ein Radfahrer dann exogene Ketone zusätzlich zu seinen Kohlenhydraten lädt, dann, also jetzt beim Wettkampf zum Beispiel, dann kann das durchaus sein, oder dann berichten auch super viele Läufer, ich habe jetzt einige schon, mit einigen schon zusammengearbeitet, dass die ja dann bei den Anstiegen viel mehr Power haben. Und ja, der Stand ist halt aktuell, dass es wirklich daran liegt, dass dann einfach noch viel mehr Kohlenhydrate in der Muskulatur vorhanden sind, die sie dann abrufen können und die nicht schon leer sind, wenn die schweren Stellen kommen. Das ist super, Und super spannend. das ist natürlich so ein großer Vorteil, dass es ja sogar im Radsport schon diskutiert wurde, das Ganze zu verbieten, ne? Aber naja, was Also, denkst du darüber? ich weiß immer, wenn Tour de France gerade ansteht, dann überschlagen sich die Zeitungsartikel, die wieder irgendwelche spannenden Headlines haben. Ja, es sind jetzt exogene Ketone Doping, ja oder nein? Dieses Team nützt Ketone, Wettbewerbsvorteil, Fragezeichen. Wann wird es verboten? Ja, auf die Frage, wann wird es verboten? Meiner Meinung nach nie. Was sagst du? Würde ich auch so unterschreiben, weil wenn es bioidentische Ketone sind, wie willst du halt jemals feststellen, ob ein Sportler die jetzt getrunken hat oder ob er die selbst hergestellt hat unter der Anstrengung? Plus allein aus der ethischen Sicht, wieso sollte man etwas, was nur Vorteile hat gesundheitlich, verbieten? Willst du dem als nächstes verbieten, einen Proteinshake zu trinken oder ja, seinen Mineralstoffkomplex zu nehmen? Das wäre ja Irrsinn, ne? Ja, Wie siehst du klar. das? Ja, also ich weiß, dass du durchs Fasten oder auch wenn du eine krasse ketogene Ernährung durchziehst, auch noch höhere Werte erreichen kannst. Es ist so, unser Körper hat die Kapazität, die selber herzustellen. Du kannst es zuführen. Es gibt natürliche Formen, also es erfüllt keine Kriterien von klassischen Dopingmitteln, außer dass es etwas ist, was halt wirklich was bringt. Ja, Ja. und insofern, wenn du es dann noch nicht mal wirklich nachweisen kannst, hat es der Körper selbst hergestellt oder hast du einfach es getrunken? Warum? Also warum sollte man es machen? Ja, oder man kann es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich schon der spannende Faktor. Und ich weiß von sehr vielen Sportlern, auch Trainern, dass sie Athleten haben, die das Produkt nützen. Es gibt natürlich immer auch die Trainer und das möchte ich überhaupt nicht schlecht reden. Im Gegenteil, man hat ja immer so eine gewisse, ja, Sorgs. Es sind ja oft auch junge Athleten, die man betreut. Und es gibt ja wirklich auch die Gefahr von Doping oder von Verunreinigung etc., die da einfach sagen, nee, das ist mir zu heikel. Erst wenn das offizielle Statement da ist, von der NADA, WADA etc., erst dann gebe ich das meinen Athleten und kann ich komplett verstehen. Ja, Ja. ich glaube, da das jetzt zwar schon seit den 50er Jahren gibt, in anderen Formen und es ewig gedauert hat, bis es jetzt in Breitensport gekommen ist, im Hochleistungssport ist es tatsächlich schon sehr, sehr lange, aber halt so langsam wirklich für den großen Markt eröffnet wird, wird es noch ein bisschen dauern, bis diese Genehmigung da ist. Ja, also bis es, was heißt, die Genehmigung ist ja da, du kannst es nutzen, aber es steht noch nicht auf der deutschen Dopingliste oder ja. Spielsport. Lass uns dazu noch was sagen. Auf jeden Warum Fall. profitieren Spielsportler so sehr von Keton? Haben wir jetzt natürlich verschiedene Spielsportarten. Wir haben Individual- und Teamsportarten. Wir schauen uns kurz das Thema Individualsportarten an. Da schauen wir Tennis uns zum Beispiel an. Oder Tischtennis. Du hast halt teilweise recht lange Spieltage oder Matches, recht intensiv. Du hast einfach viel Energie, die verbraucht wird. Und du hast vor allen Dingen eine sehr hohe mentale Belastung. Du musst schnell sein, du brauchst Reflexe. Und ich würde sagen, dass da so ein riesiges Potenzial liegt. Und wir wissen ja beide schon, dass einige Profis in den Bereichen das nutzen, also sogar welche, die auf höchsten internationalen Turnieren spielen. Und ja, es macht auch Sinn. Also nicht nur, weil man eine zusätzliche Energiequelle hat und dadurch natürlich auch entsprechend von mehr körperlicher Power profitiert, sondern ganz besonders wegen der mentalen Energie und der Konzentration hinten raus. Und wenn wir uns jetzt auch nochmal Teamsport angucken, sei es zum Beispiel Klassiker, Fußball oder auch vielleicht Football, da kommen noch viel, viel mehr Punkte dazu. Denn klar ist es gut, wenn das Gehirn lange auf Hochtouren läuft und gut
gut mit Energie versorgt ist, damit zum Beispiel die Spielintelligenz hoch bleibt, die Konzentration hoch bleibt. Aber wir haben da noch einen zweiten Punkt. Und gerade wenn es zum Gegnerkontakt kommt, zum Beispiel Gehirnerschütterungen entstehen oder der Ball geköpft wird, dann, ja, dann ist es ja auch etwas, was zum Beispiel Neuroinflammation triggern kann. Oder es kommt vielleicht sogar zu Gehirnerschütterungen. Und ich werde jetzt niemals sagen, dass irgendwie Ketone gegen Gehirnerschütterungen Heilmittel sind. Das wäre gar nicht, wäre ist Quatsch. Weil es gibt keine offizielle Therapie gegen Gehirnerschütterungen. Darüber brauchen wir auch nicht sprechen. Es spricht aber einiges dafür, dass Ketone sehr hilfreich bei Neuroinflammation sein könnten. Und ja, wenn wir das halt quasi noch als Bonuseffekt obendrauf setzen, und ich denke, da wird in der Forschung der nächsten Jahre auch noch einiges kommen, dann... Da gibt es auch schon einiges. Also ich kann mich erinnern, dass eben Patrick Meinert im Functional Trainer Magazin, glaube ich, war es, dazu echt irgendwie 3 Seiten zugeschrieben hat, der ja auch gerne in Neuroathletik und Science eintaucht. Ja. Ich weiß nicht, ob hast du es auch gelesen? Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es von ihm in einem Vortrag gehört. Ach, spannend, ja. Und deswegen, also es gibt schon super viel, es wird noch viel mehr kommen, auch neu, also wir haben jetzt das Thema Sport, aber Epilepsie, warum helfen Ketone da? Ja, warum ist die ketogene Ernährung tatsächlich eine anerkannte Ernährungsmethode, die dabei hilft? Ja, weil wahrscheinlich Ketonkörper entweder bei Entzündungen helfen oder eben eine alternative Energiebereitstellung machen, und es auch im Gehirn gilt ja wie bei den Muskeln, use it or lose it, also das heißt, das, was nicht benutzt wird, wird abgebaut. Es gibt verschiedenste Theorien zum Thema, was passiert da. Ist keine Energie da? Sind Entzündungen da? Vielleicht sogar beides? Keine Ahnung. Aber ich bin dankbar dafür, dass immer mehr Menschen sich dem Thema widmen und dass man herausgefunden hat, dass eben das Gehirn viel mehr verstoffwechseln kann als nur Zucker. Genau. Also für die neuronale Gesundheit, gerade wenn wir öfter einen auf die Nuss kriegen, auch Kampfsportler zum Beispiel, also da wäre es, finde ich es fast schon unvernünftig, das nicht einzusetzen. Und ja, natürlich auch zum Beispiel im Kampfsport, dass du, wenn du da 3 Runden, 5 Runden, was auch immer lieferst, da hilft natürlich auch die zusätzliche Energiequelle. Also das ist sowohl für die geistige Klarheit, für die Reflexe, übrigens auch für alle Sportler jetzt ein ganz wichtiges Thema, je mehr Neuroinflammationen wir haben, egal ob die jetzt aus Gegnerkontakt, Ballköpfen oder sonst was kommt oder durch Schläge oder einfach durch die falsche Ernährung, je mehr Neuroinflammation, desto schlechtere Reflexe. Wenn wir ein Tool haben, was die Neuroinflammationssituation potenziell verbessern kann, weil es grundsätzlich, naja, antientzündlich wirkt, ist im ganzen Körper, dann ist das schon super spannend. Und was halt eben noch Treibstoff fürs Gehirn, das heißt, die Ketone durchdringen ja auch die Blut-Hirn-Schranke. Ne? Sie kommen ja im Gehirn wirklich an. Das ist ja, kann ja die meisten Dinge nicht. Und wenn wir da was haben, was da wirklich ankommt, ja, da würde ich mir als Sportler, ja, wüsste ich eigentlich keinen Grund, warum man das nicht einsetzt, sofern man wirklich auf einem hohen Niveau performt, ne, und das auch lange Zeit machen möchte.